Он скута раскардар. Вита бандирстауда. Dein Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Könntest du bitte einfach still sein und töten? Jetzt komm! Trag mir nicht wieder auf zu töten. Was?
Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen. Und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug! Gehen wir. Wir müssen nur durch die Türen da vorne. Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Was ist das hier? Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Weltenbaumwurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden. So hat er das geschafft. Komm schon! Du bist frei. In Wahrheit.
schützt sie mit ihrem Leben. Räumt das
Gebiet! Ich habe ihm ein Siegel in den Bauch geschossen. Du weißt, was das Sinn ist. Das hat geklappt. Was das? Das war's. Es ist wirklich vorbei. Und jetzt, wo du hast, was du willst? Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir oder töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir. Nicht deswegen.
Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen. Da ich jetzt wieder ich selbst bin, sollte ich mich meinem Bruder stellen. Und danach? Ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Das will ich einen Moment genießen. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Dein Bruder schien offen für deine Rückkehr. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Hey! Hey!
hinter dir, Kratos! Her! Über dir! Mit besten Grüßen an Odin. Du setzt deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt das zu nutzen, was man hat. Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, mein halbes Leben lang. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, mein halbes Leben lang. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Da es mehrere sind, brauchen wir eine andere Strategie. Versuchen wir es mit einem Siegel. Durch das Sieg sehr gut. Achtung, das sind Irrlichter. Starke Manifestationen von Runen. Meine Pfeile können ihren Schutzzauber durchbrechen. Jemals wieder als zu Hause betrachten, nach allem, was passiert ist. Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur. Das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Wunderschön, oder? Kein Vergleich zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste. Der Zug gen Osten, genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas, wofür man kämpfen kann. Das man verteidigen muss, auch wenn schon viel Schaden angerichtet wurde. Vielleicht gilt das auch für Freyr.
Kratos, ich sehe etwas. Meine Siegel können ihre Schilde durchbrechen. Sie sind jetzt schutzlos. Es ist so viel passiert, seit ich Freyr zum letzten Mal sah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Wie kommen wir jetzt hinüber? Meine Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen.
Vergebung kann mächtig sein, selbst für die Unwürdigen. Meine Frau Faye hat mich das gelehrt. Sei froh, dass du eine Ehepartnerin hast, an die du dich wendest. Regi feta e rofit. Achtung! Fifa ist über dir! Gegner, hinter dir, Kratos! Benutze einen Schildschlag! Hinter dir, Vorsicht! Alles, was mein Ehepartner mich jemals gelehrt hat, ist, dass eine Seele endlos tief in der Dunkelheit versinken kann. Lockte mich in die Ehe, um mein Heim zu schützen, und nahm es ich dann doch. Zerstreute mein Volk in alle Winde. Vielleicht ist es Zeit, eine Grenze zu ziehen. Vielleicht ist es Zeit, Groas Prophezeiung in Erfüllung gehen zu lassen. Ich wünsche mir keinen Krieg, Freya. Kriege sind furchtbar, Kratos. Aber manche Dinge sind sogar noch schlimmer. Weißt du, wenn Atreus zu Ragnarök eilt, wirst du ihn nicht aufhalten können. Oh doch. Und wenn du scheiterst? Ich habe ihn gelehrt, ohne mich zu überleben. Wenn er muss. Und was hast du jetzt vor, wenn du keinen Krieg planst? Ich weiß es nicht. Aber bei Atreus gehe ich kein Risiko ein. Du solltest schnell überlegen, wenn du nicht willst, dass jemand für dich entscheidet. Bereit? So bereit ist noch nie. Na? Bist es wirklich? Du bist endlich wieder bei uns. Ja. Feiern wir. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja? Genau so wie früher. Ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier. Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das Meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig?
Du zweifelst an meiner Loyalität? Warnerheim ließ mich damals im Stich. Ach, führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja. Wir haben alles an diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an! Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte reagieren? Wie mein Bruder! Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat. Und den ich immer unterstützt habe, wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen. Oh, Freya. Ich trauerte um dich. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, na gut. Das reicht jetzt. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei. Du nicht. Ich habe ein paar Dinge mit euch zu klären. Erstens, holt euren Ersatzkopf ab. Zweitens, ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Die Idee werde ich wohl klauen. Wie wär's dafür mit ein bisschen Schallzauberei als kleine Gegenleistung? Also gut. Und drittens, wenn ihr nicht hierbleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Tyr besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Also gut. Wir treffen uns dann beim Haus. Es sei denn, ich soll erst noch irgendwas reparieren. Na schön. Willst du unsere neuen Freunde treffen oder gehen wir? Meinst du, der große Kerl, den du dabei hast, könnte mir mal helfen? Vielleicht. Ab und zu hat er Lust, sich nützlich zu machen. Was gibt's? Also, ich bin das Flussdelta so oft rauf und runter gefahren. Als Odins Armee in die Stadt kam, war ich schneller. Ich war... Was? Also... Was ist... Und wenn... Dann... Was ist... Bringt's... Oh, und denkt dran, nach meiner alten Rüstung Ausschau zu halten. Ich repariere sie für euch. Kostenlos. Was glaubst du, nach was für einer Art Kugel wir überhaupt suchen? Freya, gehen wir?
Ich erinnere mich, wo ein Tor sein müsste. Folge mir. Ihr scheint ja gut miteinander auszukommen seit eurer Mission. Darf ich hoffen, dass diese Allianz doch von längerer Dauer ist? Wir haben wohl einen gemeinsamen Feind. Kratos. Vielleicht glaubst du nicht, dass Ragnarök unabwendbar ist. Aber du bist klug genug, um Odin als Bedrohung zu sehen. Egal was kommt, wir überleben am ehesten, wenn wir zusammenarbeiten. Stimmst du mir zu? Das tue ich. Und was Brocks Angebot angeht. Du kannst dir vorstellen, mit deinen früheren Feinden unter einem Dach zu leben? Verlockt dich das nicht mehr zu fürchterlicher Rache? Nicht an euch. Keinem von euch. Ihr habt mein Wort. Dieses Schloss ist anders als die, die du kennst. Du brauchst dafür einen Zauber für deinen Meißel. Rina. Los, meißle den Buchstaben. Sina. Es ist eine Zauber. Sina. Die Alten in Freyrs Lager erwähnten ein Tor wie dieses in Alfheim. Sie erzählten von einem Lichtalpenheiligtum jenseits des Ödlands. Eine Reise nach Alfheim? Das können wir am Tor entscheiden. Das Boot sollte uns hinbringen, wenn wir die Ranken beseitigen. Weißt du noch, was zu tun ist? Ja. Ein umgestürzter Baumstamm im Fluss. Da ist etwas drauf, das ich nicht kenne. Sieht mir nach Klinkstein aus. Deine neuen Pfeile von Brockmann. Es stimmt also? Tiere ist wirklich am Leben? Ja, nicht ganz in Topform. Er schläft jetzt in einer Besenkammer. Aber er wird schon wieder. Wie hast du ihn gefunden? Größtenteils dadurch, dass Atreus Zugriff auf die Prophezeiungen erlangt hat, die den Riesen vorbehalten waren. Wir haben selbst erst davon erfahren, als Thor und Odin kamen. Zu deinem Haus? Steht es noch? Gerade so. Aber die ganze Gewalt war wohl nur zur Ablenkung, damit Odin allein mit Atreus sprechen konnte. Odin war allein mit deinem Sohn? Weißt du, worüber sie sprachen? Ja.
Odin hat ihn nach Asgard eingeladen, um ihm zu helfen, Antworten zu finden. Die Antworten, für die er sich ins Schicksal stürmt. Das ist beunruhigend. Also, wenn du bereit bist, mit ihm zu sprechen, das mystische Tor liegt vor uns. Falls nicht, könntest du mir bei ein paar unerledigten Dingen flussaufwärts helfen. Oder wir untersuchen das Alpenheiligtum in der Wüste Alfheims. Um uns weiter umzusehen, müssen wir den Stamm aus dem Fluss entfernen. Also gut. Sollen wir das Vorgehen besprechen, bevor du den Jungen wieder siehst? Er wird mir sagen, wo er war. Das ist mein Vorgehen. Ah, die klassische Sparta-Diplomatie. Moment. Odin hat ihn nach Asgard eingeladen und dann ist er 2 Tage lang verschwunden? Genau. Aber der Junge weiß es doch sicher besser als... Unterschätze nicht die Überzeugungskraft von Odin. Er setzte meinem Sohn Lügen in den Kopf. Warum sollte er das bei deinem nicht auch versuchen? Und du sagst diesem einäugigen Nussfetischisten, dass er mir was schuldet. Leck mich jetzt und in alle Ewigkeit. Na sieh mal an. Schön, dass du es einrichten konntest, Göttlichkeit. Ich habe den Bogen des Kleinen mit deiner Siegelmagie belegt. Aber dann hatten er und Sindri über irgendwas Streit. Ich weiß nicht. Atreus. Na, dann komm mal. Hey, Tyr! Wach auf, du hast Besuch. Warum machst du es dir nicht einfach in Sindris sogenanntem Arbeitszimmer gemütlich da drüben? Stört ihn. Du solltest ihm mal den Kopf waschen. Und zwar gründlich. Du bist zurück. Wirst du mir jetzt antworten? Wegen was? Wo bist du gewesen? Wen hast du getroffen? Was, Odin? Was? Glaubst du das wirklich? Leugnest du es? Antworte! Warst du in Asgard? Nein! Natürlich nicht! Aber was wäre, wenn? Es ist meine Zukunft, mein Leben! Du bist mein Sohn! Dann vertrau mir doch einfach! Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit! Die Wahrheit ist, du bist ein totales Arschloch! Junge, so wirst du niemanden umstimmen! Er hat kein Vertrauen in mich! Er darf Geheimnisse haben, Mutter genauso! Das ist was anderes! Ihre Geheimnisse erschweren jeden Schritt! Oh, ach so, an sie glaubst du also auch nicht mehr? Es geht nicht um deine Mutter! Du hast mich angelogen! Wo ich das wohl gelernt habe. Jetzt reicht es aber. Seit wann bist du auf seiner Seite? Seit er von euch der Vernünftigere ist. Hör zu. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es ist für einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Toll, dann sind offenbar alle gegen mich. Du musst entscheiden, zu wem du werden willst. Wirst du weiterhin lügen und mir Dinge vorenthalten? Oder bist du mein Sohn? Entscheiden? Ich darf nie entscheiden. Lass mich in Ruhe. Hör zu. Lass mich los! Hör zu. Lass mich los!